Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drinnen im Spiel. Letztes Mal haben wir hier irgendwo aufgehört, wo dieser Wahnsinnsstau ist. Die freuen sich bestimmt alle, dass hier nicht vorangeht. Und wo geht der Stau hin? In der Stadt da rein, ne? Auch schön, ne? Sollte man hier noch eine zweite Abfahrt irgendwie hinzaubern? Die Autobahn könnte man später mal vielleicht da anschließen, aber sieht ja momentan echt krass aus mit dem Stau. Obwohl, der wird weniger. Wir hatten das, glaube ich, bearbeitet, dass das schneller laufen kann, ne? Hier die Kreuzungsbereiche dann nur letztes Mal geändert. Und sie sind ja vorher hier gewesen und das zieht sich gerade ein bisschen zurück. Ich glaube, das löst sich wieder auf, oder? Denke ich mal. Will ich hoffen. Gut, und wir hatten letztens mal so Häuser abgerissen, die da waren. Hier war irgendwo ein Feuer, aber das ist wohl gelöscht worden, ohne dass das Haus abgerissen werden muss. Auch schön. Gut, hier hinten haben wir noch was gebaut. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen... Ah, Industriegebiet ist gefragt, ne? Aber wo machen wir das hin? Gute Frage, ne? Hier... Da hinten war ja unsere Holzwirtschaft. War das Holz oder was war das? Ne, Eisen. Dann können wir ja hier noch ein bisschen nachlegen, oder? Ich lasse mal eins frei. Und vielleicht sollte ich mal besser hier freilassen, ne? Dann können wir mal vielleicht die Straße weiter durchziehen, aber müssen wir mal dann gucken. Ja, da wird schon eines gebaut. Ich bin am überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr machen oder nicht. Wie ist denn mit Straße? Da ist die Bahnlinie dann lang. Oh, das sieht gut aus, wenn die Straße hier reingeht. Das müsste ja dann auch reichen. Komm, wir machen mal hier komplett das hin. Und dann wollen die auch noch Kommerz haben. Kommerz. Können wir hier auf jeden Fall noch neben diese Seite machen. Ist dann mehr gefragt, Kommerz. Ja, machen wir mal dahin. Ist immer noch mehr gefragt. Ja, hier will ich nicht. Hier vielleicht am Anfang der Straße noch ein bisschen Kommerz hin. Da müssen wir aber gleich gucken, dass wir da... Sag schon, vernünftig Strom hinkriegen und Wasser. Strom ist weit weg, ne? Und Wasser auch. Oh ne, doch nicht. Wasser ist schon ziemlich nah. Dann sollten wir das vielleicht mal so machen. Und so machen. Dann ist es ja schon ziemlich gut, oder? Ja, ist abgedeckt mit dem Wasser. Dann brauchen wir noch Strom. Ja. Das ist... Nee, doch, das ist sogar hier relativ prickelnd. Wind gibt's hier genügend. Machen wir doch mal ein Windkraftwerk dahin. Machen wir zwei hin, oder? Und wie sieht das dann aus? Das dreht sich schon mal. Würde angeschlossen sein, sobald hier ein Haus wächst. Dann lass uns da gerade noch Gewerbegebiete weitermachen. Komm, machen wir hier noch was hin. Gucken, was passiert, oder? So, jetzt ist wieder Industrie gefragt, ne? Der alte Weg dann, ne? So, hier haben wir noch Wohngebiet gemacht. Das kann dann bezogen werden, dann passt das ja. Da ist schon wieder vollgebaut. Guck mal an. Ist einiges voran, ne? Was macht unser Stau? Oh, guck mal. Hat sich aufgelöst. Das ist also hier umgebaut, dass die Straße richtig ist und schon geht das. Schön, prima. Gucken wir mal weiter, ob wir irgendwo noch solche Geschichten haben. Da staut sich's, aber die fahren gerade alle hier links rum und da hat ein LKW gedreht, deswegen war da Stau.
Ja, hier sieht's ja gut aus. Das ist unsere Straße, die wir selber gebaut haben. Oder unsere Straßen. Hier war auch so eine Staugeschichte irgendwie. Oh, das geht aber alles. Hier rechts ist noch ein bisschen Stau, aber ich glaube, die fahren gleich alle weiter, ne, wenn es grün wird. Kann man jetzt nicht so sehen. Das mit dem Grün, ja. Da parken noch Autos, aber das ist auch nicht lang, die Schlange. Und wenn die jetzt wieder dran sind, dann müsste es auch gehen, oder? Ja, ganz normale rote Ampeln sind das hier jetzt momentan. Sieht zwar ein bisschen krass aus, aber wie man sieht, wenn es denn dann grün wird, aber hier, oder? Ne, da fahren sie auch. Ich glaube, da können wir auch noch mit leben hier, ne, oder? Gibt Schlimmeres. Hier ist so ein schickes Wohngebiet. Ja, hier staut sich natürlich ein bisschen mehr, ne? Ich glaube, das ist nicht so dolle. Aber das war schon immer so da schlecht, ne? Ja, aber okay. Ich sag mal, für die Stellen, wie wir hier haben, die müssen wir halt mit leben, ne? Stau ist hier, geht bis da. Klappt noch, denke ich mal. Ja, müssen wir mal gucken, was ist hier gerade gefragt? Geringer Bodenrichtwert, ja, warum, weiß ich nicht. Was machen wir da? Aufwerten. Durch den Park werten wir das jetzt hier auf. Aber der ist wohl so riesengroß, dass der da nicht hingeht. Der auch nicht. Aber was Kleineres. Der ist noch größer. Der sieht klein aus. Der sieht aber auch nur klein aus. Oh, guck mal, der geht dahin. Dann machen wir das doch mal, oder? Guck mal, alle sind glücklich. Was wollen wir mehr, ne? Ach, hier gibt's noch mehr Sachen. Wege, Pflasterweg. Und das? Ein Kiesweg. Und da gibt's sogar noch was. Bäume. Kann ich sogar einzelne Bäume pflanzen. Auch schön, ne? Guck mal, jetzt sind die beiden abgerissen. Super. Ich baue da einen Park hin und was passiert? Ich muss jetzt nachher wieder die Häuser abreißen. Na, was soll's. Kann man auch nicht ändern. Hier ist noch eine Hochspannungsleitung quer durch. Ich glaube, davon können wir uns auf jeden Fall trennen, oder? Ich glaube, die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Ja, da ist Bauraum wieder frei geworden durch, ne? Naja, okay, aber das ist alles gut. Hier ist auch noch, das ist aber nötig, glaube. Lass uns mal gerade mit dem Strom gucken. Obwohl es auch rein theoretisch nicht nötig, weil es sich hier anschließt, kann das sein. Ich hoffe, ihr wischt jetzt nicht nachher hier noch so ein Windrad. Na komm schon. So, aber das bleibt so. Dann ist das alles gut. Was haben wir hier denn für ein Kraftwerk? Kohlekraftwerk? Nee, das wollen wir nicht. Ölkraftwerk wollen wir auch nicht. Und das hier? Das ist ein Wasserkraftwerk. Okay. Wir sind mit dem Strom auch knapp dran, ne? Also da können wir wirklich mal überlegen, hier ein Wasserkraftwerk zu machen. Ich glaube, umso größer die Pfeile, umso besser das Kraftwerk, ne? Und wäre hier natürlich... Ach so, da können wir nicht mehr, weil hier unser Grundstück zu Ende ist. Hier sind die Pfeile auch ganz klein, da sind sie größer. Hier wird sich dann rentieren, ne? Und hier auch, oder? Kann man das so bauen? 44.000, 16 Megawatt. Probieren wir es, oder?
glaube, jetzt ist er angeschlossen, oder? Ein Gebäude ist abgebrannt. Schön. Gehen wir mal raus. Na komm, lass dich anklicken. Was steht da? Budgetfenster aufrufen. In Normalbetrieb. Ausgangsleistung 0 Megawatt. Wir hatten da eben 16 Megawatt. Jetzt ist aus. Jetzt ist an. Ah, jetzt stand auch 16. Alles klar. Dann klappt das ja. Gut, hier sind so kleine Werke. Die sind aber auch gut. Hier hatten wir irgendwo doch eine Kläranlage schon hingesetzt, ne, oder? Ah, haben wir die nicht gebaut? Sehe ich jetzt gar nicht, oder vertue ich mich? Oder war das weiter oben? Ne. Gucken wir nochmal bei der Wasserwirtschaft mit der Kläranlage. Ne, hatte ich wohl doch nicht gebaut, wa? Hier könnte man das schön hinbauen eigentlich. Guck mal, passt, oder? So, und dann müssen wir das, glaube ich, anschließen, ne? So, jetzt läuft das, oder? Ich dachte, das wäre jetzt zum Reinigen des Wassers, aber vielleicht ist es das auch. Sieht irgendwie nicht so dreckig mehr aus, kann das sein? Dann müsste man das aber wahrscheinlich abschließen, damit das nicht so schlimm ist. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal irgendwann austesten. Was macht der Müll? 99% voll. Das heißt, ausschalten, damit es abgeführt wird. Und die Gegenstelle ist hier, glaube ich. 70% voll. Oh, was war das? Habe ich das jetzt abgerissen? Nein, das war nur ein Wirtschaftsfenster, oder? Dann müssen wir das erst anmachen, damit die 70% da wieder eingefüllt werden. 60% voll. 78% voll. Das kann noch ein bisschen laufen. Wie sieht es hier aus? 44% voll. Und das wird entleert. Nee. Kein Platz mehr. Entleeren. Müssen wir da aufhören. Das Entleeren dauert wohl länger, ne? Ja, das ist ja auch schon wieder gefragt, ne? Ich glaube, zwei Deponien reichen nicht, sondern es müssen drei sein. Zwei entleeren sich, eine füllt sich oder so, ha? Hier 17%, das ist gut. Und hier 94%. Gut, dann drehen wir hier den Spieß mal um. Und wo haben wir noch was? Das hatte ich schon geguckt. Hier drüben müssten wir dann noch was haben. Da nämlich 0% voll. Räumung beendet. Das heißt, wir können da wieder voll machen. Und hier kann es umgekehrt sein. 76% voll. Okay. Und hier hinten haben wir auch noch sowas. Das sind 0%. Ach so, Räumung beendet. Alles klar. Das heißt, wir können dort das Gegenstück anfangen und hier, obwohl nur 8% voll. Ja, lass mal erstmal entleeren wieder. Wie ist denn mit der Müllverbrennungsanlage? Hat die denn überhaupt noch Kapazitäten frei? Das ist ja die nächste Frage, ne? 375.000. Ne, das ist alles gut, glaube ich. Das funktioniert. Jetzt können wir noch zwei Häuser abreißen. Haben wir noch irgendwo was? Da hinten ist ein Feuer. Da sind volle Mülltonnen. Und da ist nichts, außer dass da einer beerdigt werden muss. Hier passt alles. Das sieht gepflegt aus. Da ist richtig was gewachsen schon. Wow. Hier ist noch ein Gebäude, was weg kann.
Hier sieht alles gut aus. Das hat sich hier selbst gemacht, das Werk. Prima. Ja. Das war noch eine Mülldeponie, ne? Genau, und das war die Müllverbrennungsanlage. Das lassen wir erstmal so. Was haben wir hier vorher? Ne, Arztpraxis. Hier drinnen ist natürlich schlecht mit der Arztgeschichte. Und hier ist es ganz schlecht. Deswegen werden wir hier jetzt, denke ich mal, überlegen, wo wir das hinsetzen. Wir wollten es hier hinmachen und das sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Dann setzen wir da eine Arztpraxis hin. Vielleicht sollten wir hier irgendwo direkt an dieser Hauptstraße mal ein Krankenhaus setzen. Hier. Das ist eine schöne Kreuzung, ne? Komm schon. Zack. Das braucht Strom und Wasser. Wasser könnten wir ja vielleicht schon haben. Gucken wir mal, ja, Wasser ist, Strom ist nicht, aber ich will jetzt gar nicht das machen, sondern wir setzen mal, weil das nötig ist, hier Dingens hin, sag schon. Ich hoffe, das passt so. Und ich glaube auch, dass die schnell dann wachsen. Und dann das Krankenhaus auch gleich Strom, oder? Ich mache das mal zur anderen Seite so. Aber die Verbindung wird nicht aufgebaut werden, ne? Nicht wirklich. Das heißt, man müsste dort eine Stromleitung bauen, will ich aber eigentlich gar nicht. Dann warten wir es besser ab. Irgendwann funktioniert es schon. Wird schon werden. Gut. Das hatten wir. Friedhof haben wir hier auch in der Ecke. Da steht ein Gebäude in Flammen. Ja, hier müsste man vielleicht noch einen Friedhof machen. Geht der dahin? Nee, aber da geht er hin. Dann würde ich sagen, obwohl das auch nicht so schön ist, ne? Aber, ach. Oder dahin. Ja, vielbefahrene Straße. Wäre schöner, wenn sie irgendwo an so einer kleinen ist, aber kann nicht alles haben, ne? Gut, Feuerschutz ist hier überhaupt nicht gegeben. Feuerwehr kommt dann auch hier hin. Und hier beim Krankenhaus setze ich definitiv auch noch eine hin, ne? Gut, haben wir. Das wäre eine große Feuerwache, die hätten wir vielleicht auch bauen können. Polizei ist ja gar nicht das Problem, denke ich mal. Ich sehe jetzt nicht irgendwo was Rotes. Ist alles im grünen Bereich. Da haben wir am Anfang gut gewirtschaftet, dann wollte das keiner haben, ne? Gut, okay, aber ich sag mal, den Rest hier mit Bildung und so weiter, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.